Ich habe jetzt gerade absolut keinen Bock, hier irgendwas Professionelles zu machen. Kann wenigstens mal das Licht anmachen. Na, sieht genauso scheiße aus. Wir haben genug Tageslicht. Aber die Zeit ist abgelaufen, wo wir im Internet sowas wie Urheberrecht haben, wo die Gemeinnützigkeit des Internets im Vordergrund steht. Die Zeit ist abgelaufen, wo es einheitliche Regelungen über Panoramafreiheit gibt. Die Zeit des Internets, wie wir es kennen, ist um. Was ist passiert? Der Upload-Filter soll jetzt anscheinend kommen. Das EU-Parlament hat es nicht geschafft, dagegen zu stimmen. Was bedeutet der Upload-Filter? Der bedeutet, dass irgendwelche Algorithmen, die keinen Plan von der Wahrheit haben, anfangen, Inhalte herauszufiltern, weil sie glauben, die wären im Besitz von irgendwelchen anderen Leuten. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel ein viral gegangenes Video, das einige Tage später dann von RTL gesendet wird, plötzlich als Eigentum von RTL angesehen wird, weil es erst durch die Berichterstattung von RTL darüber viral gegangen ist. Dabei ist das Video nicht im Eigentum von RTL, sondern wurde lediglich von RTL genutzt. Einen solchen Fall hatten wir bereits im März bei YouTube. Solche Fälle werden sich in Zukunft aber häufen. Dann ist es so, dass die Panoramafreiheit enorm wichtig ist. Wenn das so weitergeht, kann es passieren, dass ich mich vor einem Gebäude in Frankreich, wie zum Beispiel dem Bahnhof von Wissembourg, filme oder fotografiere und dieses Video oder dieser Film dann blockiert wird, weil im Hintergrund ein Gebäude zu sehen ist, für das ich nicht die Berechtigung habe, mich vor diesem Gebäude zu filmen. Dabei ist es meine freie Entscheidung, wo ich mich filme, solange ich eben nicht in die Freiheit anderer eingreife. Wenn die Leute auf dem Bild nicht zu erkennen sind, dann ist es lediglich das Gebäude, das es mir verbietet, mich davor zu filmen. Ein Gebäude oder sogar eine Landschaft. Wird das dazu führen, dass irgendwann Landschaften geschützt werden, dass ich nicht mehr im Nationalpark mich filmen darf, weil irgendwer denkt, der Nationalpark ist sein Eigentum? Oder klassisches Beispiel, die Memes. Memes sind wichtiger Bestandteil des Internets. Und zum Internet gehört, dass teilweise auch Bilder bearbeitet werden. Solange ich aber angebe, dass ich dieses Bild bearbeitet habe oder aus dem Bild heraus ersichtlich ist, dass dieses Bild eine veränderte Version eines bestimmten Originals ist, so wie es bei Memes der Fall ist, dann ist das eigentlich gemäß Urheberrecht keine Urheberrechtsverletzung. Das fällt nämlich unter das Zitaterecht. Ein Upload-Filter kennt das Zitaterecht aber nicht. Anderes Beispiel, wenn ich jetzt über ein bestimmtes YouTube-Video berichte oder einen bestimmten Fernsehbeitrag, dann fällt das unter das Zitaterecht. Ich darf einen Clip, egal wo der herstammt, immer verwenden, wenn ich ihn zitiere. Genauso wie man mir nicht verbieten darf, ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe als Tweet zu twittern, wenn ich angebe, dass dieses Zitat von Goethe ist, darf mir auch niemand verbieten, einen Filmbeitrag in einem Video zu zeigen und zu sagen, ja, wie man hier in diesem Filmbeitrag sieht und so weiter, halt das Ganze zitiere. Ein Upload-Filter kennt aber kein Zitaterecht. Und das Schlimmste ist, dass Fake News dadurch eine viel größere Plattform bekommen. Weil es viel schwerer fällt in Zukunft, Faktenbeiträge, ob die jetzt aus Zeitungen stammen oder Filmberichten, zu zitieren. Weil eben plötzlich Zeitungen dafür Geld verlangen wollen, dass ich ihre Inhalte zitiere, wird es Fake News Betreibern, die gar kein Geld mit ihren Fake News betreiben wollen, viel leichter fallen, ihre Beiträge in die Gesellschaft zu strömen. Das Schlimmste daran ist, es sind hauptsächlich alte Säcke, die in unseren Bundestagen
und Parlamenten sitzen, die jetzt darüber entscheiden, wie meine Zukunft aussieht. Eine Zukunft voller Fake News und Verboten und Eingrenzungen von Freiheitsrechten. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Im Versuch, die Meinungsfreiheit zu verbessern, wird die... Hört doch mal auf die jungen Leute, die euch sagen, der Uploadfilter ist der größte Scheiß, den die Politik seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Es ist einfach scheiße, konservativ, immer wieder sich in die Welt von gestern zurückzuwünschen, anstatt mal vorauszublicken, wozu ein solcher Uploadfilter führt. Es hat so viele Berichte im Internet gegeben von lauter jungen Leuten, die gesagt haben, was die Fehler sind. Und auch jetzt gibt es noch Berichte. Und es gibt immer noch Menschen in den Parlamenten, die denken, der Uploadfilter wäre eine wunderbare Sache. Aber das ist er nicht. Der Uploadfilter ist der letzte Scheiß. Und ich werde dafür kämpfen, bis es keinen Uploadfilter mehr gibt. Ich werde dafür kämpfen, dass die Meinungsfreiheit wieder das ist, was sie mal war. Dass das Internet die Plattform für die Meinungsfreiheit wird und nicht die Plattform für kapitalistische, konservative, alte Säcke, die mir meine Zukunft kaputt machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß, vorhin kam schon ein Video über Herxheim und ich bin eigentlich ein positiver Mensch, aber das musste alles mal gesagt werden. Alles hat irgendwo ein Ende. Ja? Ich hoffe, dass es nochmal irgendwo in den Köpfen der Politiker Klick macht und die merken, dass es noch Zeit ist, bis die Welt untergeht. Und nicht, dass es irgendwann aus ist. Noch ist es Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Metapher verstanden und sorry für das lange Video und dieses Rumgeschrei. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal irgendwie bei den Deppen da oben an. Denn ich lasse mir meine Zukunft nicht durch irgendwelche Leute kaputt machen, die meine Meinungsfreiheit einschränken, ja, meine Umwelt verschmutzen oder sonst was. Meine Meinung werde ich erst dann nicht mehr sagen, wenn ihr mir meinen Kopf abgehackt habt. Obwohl, nicht, dass das noch jemanden auf die Idee bringt. Man könnte mich hinrichten, dann komme ich halt als Geist wieder. Puh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache immer Schluss. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man die Welt wirklich besser machen kann, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr meiner Meinung folgt, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video in die sozialen Netzwerke. Eigentlich habe ich alles gesagt. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!